bei der Weltmeisterschaft 2016 am Kohl. Kenneth Gagnes braucht 130,5 Meter. Ich werde das schaffen. So, Norwegen ist jetzt Weltmeister. Ja, der ist ein schlechter Sprung. Wir gratulieren zu einer außerordentlichen Leistung. Es war einfach umwerfend, was Norwegen hier am Kulm geboten hat. 219,5 Meter, kein einziger Sprung dieser vier Athleten am heutigen Tag unter 200 Meter. Sie waren unschlagbar, sie waren großartig und sie sind verdient Skiflugweltmeister. Starke Leistung, ja, so wie du gesagt hast. Alle Athleten, super Sprünge. Das hat nichts mehr mit Klick zum Tun oder mit Wind oder sonst irgendwas. Das war einfach die Leistung. Und das wird ein sauberer Vorsprung werden. Möglicherweise ein Rekordvorsprung. Genießen wir noch einmal diesen letzten Flug. Ganz locker hat er das gemacht. Technisch einwandfrei. Ich glaube, da irgendwo hat er schon gewusst, okay, das war's, der Sprung passt. Ob da hat er genossen. Und sich schon immer über Neile gefreut. Jetzt fängt er an zum Lächeln. Ein super Telemark gemacht. Na, ich ziehe den Hut. Wie es sich gebührt. Gratulation auch an Alexander Stöckl. Der Höhepunkt auch irgendwie für ihn in dieser Saison bis jetzt. Ganz tolle Sache. Großartige Leistung von Anders Fannemehl, von dem gestern gestürzten Johann André Vorfang, von Daniel André Tande und von Kenneth Gagnes, der ja auch schon einen Sturz im Probedurchgang gestern hinter sich gehabt hat. Und jetzt sehen wir den Vorsprung von 110,4 Punkten auf Deutschland. Gold für Norwegen, Silber für Deutschland, Bronze für Österreich. Slowenien geht im Teambewerb als Vierter leer aus.